Herzlich willkommen in der Kochwerkstatt. Grüner Spargel ist heute angesagt. Zur Spargelzeit haben wir eben nicht nur weißen, sondern auch grün. Das heißt, er ist also nicht in dem Sand groß geworden, sondern an der Luft. Daher wird er auch grün, ist etwas herber im Geschmack. Aber was gibt es heute dazu? Ein grünes Spargelsüppchen mit einer Roulade von Lachs und Zander. Richtig gehört, eine Roulade von Lachs und Zander. Was brauche ich dafür? Einmal natürlich für die Roulade haben wir verschiedene Sachen. Einmal den Fisch, den Lachs und den Zander. Aber wir wollen das ummanteln. Deswegen habe ich etwas vorbereitet. Etwas Lauch. Lauch, das Grüne vom Lauch, möglichst das Jüngere, die Außenblätter. Aber das ist schön kräftiges Grün haben. Kurz blanchiert, also ganz kurz im Wasser gekocht. 1-2 Minuten und in kaltes Wasser getan. Warum kalten Wasser? Ganz wichtig, bei allen grünen Sachen. Das Chlorophyll würde sonst grau werden. Man muss es also absprechen. Das heißt, es wird gekocht, wie auch der Spargel, eben auch der grüne Spargel, ganz kurz im Wasser blanchiert und in Eiswasser abgeschreckt, bleibt das schön kräftig. So, jetzt beginnen wir erstmal mit der schwierigen Arbeit. Es ist ein bisschen komplizierter. Das heißt, wir legen dann praktisch diese ganzen Lauchstreifen erstmal aus. Schön dicht bei dicht. So. Dann hier, das ist auch schon ein richtiges Quadrat ergibt, beziehungsweise eine richtige Form begibt. Hier eher ein Rechteck als ein Quadrat. Und das ist genau so, ist das schön. Da haben wir noch ein bisschen was zwischen. Dass auch keine Luft dazwischen ist. Hier habe ich noch ein bisschen Reserve, sodass wir das also auch schön alles abdecken können und dass wir da keine irgendwelche Zwischenstreifen haben. Das wäre also in der Schnittform nicht so ganz vorteilhaft. So, wichtig ist auch, dass ein Lauch also vorher blanchiert wird, sonst beim Garen wäre dann sonst zu zäh und zu fest. Und das reicht uns schon. Können wir erstmal nötigen, wenn nicht mehr das Zeug. Jetzt machen wir die Farce. Farce-Füllungen, das heißt, wir wollen es mixen. Hierbei haben wir das Fleisch klein geschnitten, ohne Gräten. Hat den Vorteil, dass ich hinterher nicht was zwischen den Zähnen habe, aber wir machen das nachher noch viel spannender. Wird kurz gesalzen, nachdem er klein geschnitten ist, und eiskalt, das heißt kurz im Tiefkühler gepackt. Was passiert, warum mache ich das? Damit das Eiweiß im Fisch reagiert. Salz entspannt das Eiweiß und uns kann die Farce nachher beim Kuttern oder Häckseln nicht gerinnen. Hierbei haben wir einen kleinen Mixer. Wir brauchen auch nur einen kleinen Mixer dafür, dass es also nicht so groß kompliziert ist. Geben also das Fleisch in diesen Mixer rein. Und wichtig ist dabei, auch da kommt kalte Sahne dazu. Hierbei eben wie gesagt Sahne, gesalzen haben wir es schon. Etwas Pfeffer dazu, das können wir schon mal machen. Gut, das Ganze geben wir also dazu, Sahne. Man kann wirklich, das klingt komisch, das Verhältnis 1:1 machen. Das heißt, Sahne, Fleisch funktioniert also. Wir sehen also, das mixt richtig schön. Wir können noch ein bisschen Sahne dazu machen. Fein. Hier sehen wir die Farce. Sie ist sehr, sehr schön in der Konsistenz. Müssen wir mal gucken. Ja. Und jetzt kommt ein kleiner Geschmacksträger noch dazu. Einige Tropfen Wermut. Schmeckt toll im Aroma. Ganz, ganz entscheidend. Tolles Aroma. Und schon ist unsere erste Farce fertig. Aber wir müssen sie noch weiter bearbeiten. Wir wollen ja die ganzen Fasern heraus haben. Das heißt auch, wir nehmen das Ganze jetzt einfach raus und geben es durch ein Sieb durch. Gut Ding braucht Weile. Hier sehen wir, wie schön diese Farce bereits ist. Und streichen es durch dieses feine Sieb durch. Das Ganze streichen wir durch. Es ist, Sie sehen jetzt auch irgendwo, dass überall so Reststoffe dabei sind. Ja? Nach hier sehen wir, das sind also die Reststoffe praktisch von diesem von dem Zander, den wir dann uns in der Farce hätten. Und das wäre nicht angebracht. So, dann nehmen wir ein kleines neues Schüsselchen. Drehen
das ganze Sieb einmal um und können jetzt diese ganz reine Farce dann praktisch herausnehmen. Die stellen wir kalt und das gleiche machen wir jetzt mit dem Zander. Die erste Schlacht ist geschlagen. Zanderfarce fertig, Lachsfarce fertig. Bitte daran denken, immer wenn Sie mit solchen Geräten gearbeitet haben, grundsätzlich reinigen Sie das mit kaltem oder lauwarmem Wasser, weil wenn Sie heißes Wasser in einem Sieb reinigen, was passiert da? Eiweiß bindet, das Fleisch ist in dem Sieb und Sie kriegen es nicht mehr raus und Sie können fast das Sieb wegschmeißen. Viel Arbeit, muss nicht sein, deswegen lauwarmes Wasser nehmen, ganz, ganz wichtig. Wir haben die Zanderfarce fertig, gezeigt auch mit der, wie wir die Lachsfarce machen. Und wir fangen jetzt auch gleich mit der Zanderfarce an. Hier vorbereitet, wie gesagt, schön den Lauch, der ja einmal kurz blanchiert wurde, wie ich das erzählt hatte. Und hier jetzt praktisch die Lachsfarce vorne vor. Und das müssen wir das Ganze auch schön verteilen. Das heißt also auch hier vielleicht eine Palette nehmen, dann schön verteilt. Und zwar auch gleichmäßig, weil wir wollen ja ein gleichmäßiges Stück haben. Schön über diese ganze Fläche des Lauches und auch gleichmäßig ist wichtig, dass wir nicht zu dick auf der einen Seite und zu dünn haben. Gut, Sie sehen, schöne rosa Farbe, so ein bisschen Babyrosa. Und dann geben wir jetzt diese Zanderfarce oben drauf. Und damit haben wir einen Kontrast. Wir können auch mit einem Spritzbeutel das machen, das geht also einfach. Nehmen wir also einen Spritzbeutel, dann praktisch eine flache Tülle haben, aber das geht auch so. Sehen? Nachher soll sie auch ein schönes Schnittmuster geben. Ganz, ganz klasse. So. Jetzt so rüber. So. Letzter Rest vom Schützenfest. Fertig. Und nun schlagen wir das Ganze ein. Und zwar hier, Sie sehen es, wir wollen, dass innen drin auch ein Schnittmuster herrscht. Die Klarsichtfolie nehmen wir dazu da, um das Ganze schön systematisch einzurollen. Regelrecht einzuwickeln. Wunderschön. Gleichmäßig auch. Wir können das dann nochmal formen. Und jetzt geben wir das in die richtige Form rein, links und rechts. Die Klarsichtfolie und Alufolie, die macht die Spannung, die gibt also die gleichmäßige runde Form. Das heißt, wie eine Wurst haben wir das fertig. An zwei Seiten machen wir das fest und haben eine feste Konsistenz, sodass wir nachher schön das Ganze als runde Form haben. Das ist es. Das Ganze garen wir jetzt circa 30 Minuten, 20 bis 30 Minuten, je nachdem, nicht kochen, sieden lassen in einfachem Wasser auf der Mitteltemperatur 80, 90 Grad. Zwischendurch können wir dann die Suppe kochen, aber wir sehen uns gleich wieder, wenn wir soweit sind. Ja, unsere Roulade wird sicherlich fast fertig sein und natürlich gehört doch etwas dazu, unsere grüne Spargelsuppe. Das geht also relativ einfach. Wir nehmen hier einen Topf, geben etwas Butter hinzu. Spitzen das Ganze ein bisschen an und spitzen dann den Spargel an, den grünen Spargel. Grüner Spargel ist einfach kräftiger, hat ein kräftigeres Aroma, passt eigentlich auch ganz gut dazu. Leicht salzen, Gemüsebrühe auffüllen, Sahne zu, ist Geschmacksträger. Und das Ganze circa jetzt 4-5 Minuten kochen. Unsere Spargelsuppe kocht, so soll es auch sein. Spargel muss etwas zerkocht werden, ganz entscheidend. Und jetzt ziehen wir diesen Spargel ab. Was heißt das? Wir dicken ihn etwas an, nicht mit Mehl, sondern mit Kartoffelstärke. Ja? Also Maisstärke, Reisstärke, egal was Sie haben. Letztendlich binden wir das Ganze etwas stärker ab. Stärker deshalb, weil wir gleich den Spinat da reinmixen, um die schöne grüne Farbe zu bekommen. Eben, wir kriegen wir nicht nur allein von diesem Spargel, sondern so ist das gut. Sie sehen es also, dass es also schön fest wird. Und jetzt ab. Also wir geben jetzt den Spinat in den Mixer rein,
Wichtig ist natürlich, dass der Spinat vorher gewaschen wird. Das Ganze können wir auch mit Petersilie machen oder nur mit Brennnessel, also auch ganz spannend. Ja? Oder alles, was grün ist, was Chlorophyll hat. Und dann geben wir hier diese Spargelsuppe rein. Sehen, ob wir alles reinkriegen hier. Den Topf können wir auch gleich wieder verwenden. Gut. Und nun mixen wir das Ganze. Unser grünes Spargelsüppchen. Ist das nicht herrlich? So, genau richtig in der Konsistenz. Leicht cremig, leicht luffig. Und das ist der Trick dabei. Das Ganze gehen wir noch mal ein bisschen durch. Und zwar wichtig ist durch ein Sieb, damit auch wirklich so Fasern von diesem Spargel nicht in unsere Suppe kommen, sondern dass wir eine cremige, luftige Suppe haben. Das Ganze können wir noch am besten noch mit einer Gabel, einer Kelle machen, indem wir die Kelle so reingeben und dann rühren. Sie sehen also, dass ich an den Seitenwänden rühre und dadurch geht das schneller und ich passiere richtig diese Suppe. Ratzfatz geht das dann. Gut, jetzt haben wir unser Süppchen fertig. Toll in der Konsistenz. Ganz wichtig ist, dass die Spargelsuppe nicht noch mal kurz aufkocht oder lange aufkocht, weil damit würde die Suppe wieder grau werden. Das heißt also, das Chlorophyll wird dann sofort, kriegt eine andere Farbe, wäre nicht gut. Aber was fehlt uns noch? Natürlich die Laxander-Roulade. Und jetzt holen wir die mal raus. Das ist eine Überraschung. Also, wiederum, hier haben wir diese grüne, feste Roulade. Dann mal rübergeben. Die packen wir also aus der Alufolie aus. Das Tolle ist, wenn man sie so wie so ein Bonbon einpackt, ist ja geschlossen. Das heißt also, auch der Geschmack bleibt in dieser Roulade drin, sodass es also keine Probleme gibt. Und das Ganze packen wir jetzt aus. Dann lassen wir lieber da drin, was die Flüssigkeit noch ist. Sie sehen, die Flüssigkeit geht dann da raus. Und schon haben wir das Ganze dann eben fix und fertig. Und wir gucken, ob wir das noch eine rauskriegen. So. Da haben wir schon die Roulade fertig. Sie sehen also das Schnittmuster. Das ist wunderschön, das Grüne, das Rote taucht dort drin auf. Jetzt gibt es noch die Suppe dazu und dann ist das Ganze fertig. Einmal natürlich schön hier drüber. Diese grüne, grasgrüne Suppe. Auch geschmacklich einfach toll. Konsistenz ist gut, sie ist cremig, sie ist locker, sie ist luftig leicht. Darum können wir noch ein bisschen was Grünes drüber tun. Ein bisschen Garnitur natürlich. Hier vielleicht noch eben drüber tun. Und schon haben wir das fertig. Und zwar meine Laxander-Roulade, grüner Spargelsuppe.